Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Es ist die schönste Zeit im Jahr. Neu Catrice Sortiment Update und ich habe einige Produkte hier und wir werden heute den ersten Look mit den neuen Produkten aus dem neuen Catrice Herbst-Winter Sortiment schminken. Ich bin sehr gespannt, denn einige Produkte kenne ich. Einige kenne ich aber auch nicht und somit haben wir ein Review, eine First Impression. Wir haben alles in einem Video und das ist nur Teil 1. Kommt unbedingt nächste Woche wieder vorbei, da zeige ich euch Teil 2. Und ich glaube, Anfang nächster Woche gibt es auf dem Catrice-Kanal von mir auch nochmal ein First Impression mit nochmal anderen Produkten. Und nächsten Monat gibt es eine komplette Wear-Test Extravaganza zur neuen All-Matte-Foundation, die wir heute aber auch benutzen. Ihr merkt, es ist sehr, sehr viel Catrice-Content bei mir gerade los, aber es macht Sinn, weil es gibt wirklich super, super spannende Neuigkeiten und ich möchte sie gerne mit euch teilen und ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und ich würde vorschlagen, wir starten. Falls du hier neu bist, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ich lade mindestens 3-mal die Woche hoch, im Moment ein bisschen mehr und wahrscheinlich auch sehr umfangreiche Videos, weil so der Übergang von Sommer zu Herbst, Winter ist immer sehr spannend im Make-up-Game. Die Temperaturen gehen runter, wir können wieder richtig, richtig viel Make-up tragen und I love it. Wir starten mit dem ersten Produkt und das ist ein Anti-Redness Serum Primer. Der soll Rötungen innerhalb von 14 Tagen reduzieren. Das weiß ich nicht. Was er aber tut, ist, er reduziert sofort so ein bisschen die Rötungen. Er hat so eine leichte grünlich-mintfarbene Färbung und ich mag den sehr, 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 sehr gerne. Erstmal, er ist nicht parfümiert, er ist auch so ein bisschen aus dieser Clean-ID-Reihe wieder, also kein Mikroplastik, keine Parabene, keine Mineralöle, vegan, cruelty-free. Ist bei Catrice eh mittlerweile fast alles, ne? Also deswegen, glaube ich, brauche ich das nicht mehr dazu sagen. Der gibt der Haut schon mal so einen aufpolsternden Effekt. Also es steht, dass hier nach 14 Tagen die Rötung so ein bisschen reduziert werden soll. Wie gesagt, das weiß ich nicht so, aber als Primer ist er sehr, sehr gut. Ihr seht, ich habe Gisela hier. Ich hatte euch aber gestern in der Story ein Produkt gezeigt. Vielleicht ist es noch da. Oder ihr habt es heute im Laufe des Tages nochmal gesehen. Das Update ist wesentlich besser geworden als gestern. Ich möchte aber auch gleich weitermachen mit dem Produkt. Und das ist ein Hyaluron Fixing Spray 12 Hours Hydro. Auch hier wieder Clean ID. Man merkt schon, dass dieser Clean-ID-Trend bei Catrice immer größer wird. Wir haben viele sensitive Produkte, wir haben viele Skincare-Ingredients in dem Make-up und ich muss sagen, ich mag das eigentlich ganz gerne, weil sie jetzt nicht unbedingt auf Skincare-Brand machen, sondern der Fokus ist immer noch auf Make-up, aber mit besseren Inhaltsstoffen. Und das ist das, was ich sehr, sehr gut finde. Ich mag das Spray sehr, sehr gerne. Ihr seht schon, ich habe schon einiges davon benutzt. Ich gebe mir das mal rauf. Der Sprühstoß ist immens. Also ich habe das Gefühl, mein Gesicht ist nass. Da kommt sehr, sehr viel raus. Also übers Make-up wäre mir das, glaube ich, zu viel. Da benutzen wir gleich ein anderes. Ich spuck dich so ein bisschen an. Ich glaube aber, bei der Foundation ist mir das zu gefährlich, dass es dann zu sehr Flecken auf die Foundation macht. Deswegen benutze ich das sehr, sehr gerne unter der Foundation. Gibt einfach sofort diesen Glow sehr, sehr frisch, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Und das kann man auch, das werden wir gleich tun, wenn die Foundation drauf ist, nochmal raufsprühen, um sie so ein bisschen wieder frischer zu machen. Es gibt auch noch ein anderes Spray, das ist das Fix and Protect. Das ist mit Lichtschutzfaktor 20 und Blue Light Defense. Also es soll die Haut vor blauem Licht schützen. Freunde, ich habe bestimmt eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler von euch da. Was ist die, also ich weiß, was dieses Blue Light ist, aber ist das wirklich schädlich für die Haut? Also ich weiß, dass es abends, wenn man blauem Licht ausgesetzt ist, schlechter einschlafen kann, weil es die Melatoninproduktion im Gehirn oder wo auch immer das gemacht wird, reduziert. Aber auf der Haut, weiß ich nicht. Benutzen wir aber später, ist ein sehr gutes Produkt an sich. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, dazu gibt es bald eine ganze Review von mir. Eine Full-Day-Wear-Test, 8 oder 12 Stunden waren es, glaube ich, die ich das gemacht habe. Habe ich auch schon gedreht, gibt es dann auf dem Catrice-Kanal. Ich muss sagen, die Foundation ist viel, viel besser, als ich gedacht habe. Ich dachte erst, dass sie mir zu matt ist. Das ist sie gar nicht so. Sie hält den ganzen Tag matt, wenn du sie richtig, richtig setten möchtest und richtig abpuderst. Ich schwöre dir, die bleibt den ganzen Tag so. Die ist von der Langlebigkeit, womit kann man sie vergleichen? Vielleicht so ein bisschen mit der Huda Beauty Foundation, aber nicht so schwer, nicht so, also der originalen Huda Foundation, nicht so schwer, nicht so
drückend auf dem Gesicht, ohne dass es die Poren verstopft. In die Drogerie kommen 6 Farben, aber Catrice hat eine sehr, sehr gute Sache gemacht. Das muss ich euch sagen. Das stand bei mir im Briefing, während ich die Foundation einmal auftrage. Ich habe hier die Farbe 046N. Erstmal Color Match ist da. Sie haben entschieden, dass es 6 Farben in der Drogerie gibt, aber du kannst online da alle Farben kaufen. Es sind 24, eine sehr, sehr gute Shade Range. Und du musst keinen Versand zahlen. Und auch egal, wie der Mindestbestellwert ist mit dieser Foundation, damit keiner einen Nachteil hat, dass die Foundation nicht in der Drogerie ist. Das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde, davon sollten sich viele Marken eine Scheibe von abschneiden. Klar, man könnte auch sagen, okay, es hätte ja auch in die Drogerie kommen können, aber interner an euch, das ist tatsächlich nicht so einfach, alle Farben in die Drogerie zu bringen. Also meistens sind 1, 2 dunklere Farben mit dabei, aber nicht alle, also nicht die komplette Shade Range, weil einfach der Platz nicht da ist. Ist ein anderes Problem mit dem Platz in der Drogerie, aber eine super Sache, dass sie sich entschieden haben, dass man sie mit nicht mehr Kosten dann erwerben kann. Ihr seht, das Color Match ist bei mir perfekt. Und so matt ist die Foundation auch gar nicht, wenn sie nicht gesettet ist. Und ihr könnt sie auch nicht gesettet lassen. Also das muss ich sagen, das ist ja etwas, was ich im Moment sehr, sehr oft mache. Jetzt, wo es so ein bisschen kühler wieder wird, noch ein bisschen öfter. Weil die Foundations an sich setten sich ja auch. Ne? Also sie reduzieren sich so ein bisschen, die Feuchtigkeit verdunstet und dann verbinden sie sich ganz gut mit der Haut. Und ihr seht, Color Match perfekt. Deckkraft ist sehr, sehr hoch, ohne dass sie zu schwer aussieht. Und egal, ob mit Schwamm oder mit Pinsel, ich finde es mit dem Schwamm tatsächlich noch ein bisschen schöner, weil man dann nicht zu viel Produkt hat. Sehr schönes Ergebnis, sehr weich gezeichnet. Und sobald ihr mit Puder rüber geht, das ist ganz verrückt, werdet ihr alles in der Review dann sehen, ist das ebenmäßig. Das ist das Schöne bei matten Foundations. Der Puderanteil ist ein bisschen höher und dadurch ist die Hautoberfläche so ein bisschen weich gezeichneter und sieht auch viel, viel ebenmäßiger aus. Ich weiß nicht, was mit meinen Augen los ist. Ich glaube, ich habe eine Augenentzündung von einer Mascara bekommen. Wechselt eure Mascaras, Freunde. Wirklich eine sehr, sehr gute Foundation, wenn ihr nicht zu trockene Haut habt. Was ihr aber machen könnt, ist, ihr könnt mit einem Öl reingehen. Also ich habe das neulich probiert mit dem Clean ID Öl von Catrice. Das ist das Carrot Glow Face Oil. Auch vegan, cruelty-free, silikonfrei, mineralfrei, whatever. Sehr, sehr gut. Ein Tropfen davon reicht und die Foundation ist nicht mehr matt. Hält dann natürlich nicht so lange, wie wenn ihr kein Öl mit reinmacht. Aber ist vielleicht eine gute Alternative, wenn ihr eine langanhaltende matte Foundation haben wollt. Mit der Deckkraft, mit den Pros, aber trotzdem diesen Glow mit reinkriegen wollt. Ich würde einmal Concealer und Puder so ein bisschen rauftragen und dann kommen wir zu ein paar anderen super spannenden Produkten. Während mein Gesicht so ein bisschen baked, möchte ich etwas ausprobieren. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Lippenprodukte wieder. Unter anderem auch diese, ich glaube, die gab es noch nicht, die Vegan Collagen Matt Lippenstifte. Ich habe den jetzt hier in der Farbe 070. Das ist ein sehr, sehr intensives Rot. Die sind so ein bisschen matt, aber auch nicht so matt. Also das ist ganz verrückt. Sie sind super, super deckend, gehen mit einem Swipe auf die Lippen rauf. Ich wollte damit heute aber mal so ein bisschen Cream Blushing probieren. Ich mag das nämlich sehr, sehr gerne im Moment. Ich benutze dafür hier einen Pinsel von Love und lade den Pinsel gut auf. Es gibt wirklich super, super viele Produkte im Moment aus der Lippenkategorie. Und wow, das Schöne bei Lippenstiften ist als Blush, die Deckkraft ist sehr, 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 sehr hoch und ich finde, sie verhalten sich ganz gut, weil Lippenstifte sind darauf ausgelegt, recht lange zu halten eigentlich oder länger als ein Blush vielleicht. Super intensive Farbe. Und ich glaube, ihr seht, ne? Also richtig matt ist er nicht. Er gibt wieder so ein bisschen Bewegung mit ins Gesicht. Mag ich sehr, sehr gerne. Und wir können das Ganze gleich so ein bisschen absoften wieder, wenn ich das Puder verblendet habe. Das ist immer so ein Spiel mit dem Teufel. Aber look at her.
super süß und ihr habt dadurch eine Vielzahl an verschiedenen Blushes. Kauft euch, weiß ich nicht, 10 von den Lippenstiften und ihr habt 10 verschiedene Blushes. Und es gibt Farben, die sind sehr ausgefallen, wie diese hier zum Beispiel. Also eine super schöne Lippenfarbe auf jeden Fall. Aber auch als Blush kann ich mir super, super gut vorstellen. Jetzt kommen wir aber zu einem meiner neuen Lieblingsprodukte aus dem Sortiment. Und das sind diese Holiday Skin Bronzer. Gibt es in 2 Farben, glaube ich. Ich habe ihn jetzt hier in 010 Summer in the City. Das soll ein Luminous Bronzer sein. Weiß ich jetzt nicht, ob es ein Luminous Bronzer ist. Er ist aber schön. Hat ein bisschen Kickback. Riecht auch so ein bisschen wie die aus der Clean ID Reihe. Und er hat die perfekte Farbe. Also nicht zu warm. Und er verblendet sich super, super gut mit eurer Foundation, mit dem Puder, je nachdem. Selbst wenn ihr die Foundation nicht gesettet habt, funktioniert es ganz gut. Ich habe neulich einen Kommentar bekommen, ob ich einen Tipp geben kann, wie man damit umgeht, wenn der Bronzer fleckig ist, weil man ihn auf eine ungesettete Base gegeben hat. Setten. Da hilft tatsächlich leider nur Setten. Oder der hier. Also ihr habt gesehen, ich habe ja nicht wirklich die Stirn gebaked oder gesettet, sondern einfach nur so ein bisschen fixiert, abgepudert und die Farbe ist grandios. Okay, ich hole euch ein Stückchen heran, denn jetzt kommen wir zu den Augen. Und da gibt es ein neues Produkt für die Augenbrauen. Das habe ich schon benutzt. Das ist eigentlich ganz cool. Das sind diese 72 Stunden Natural Brow Precise Liner. Im Prinzip eine Eyeliner-Verpackung mit einem bräunlicheren Produkt. Ich swatche es euch einmal kurz hier. Ich habe mich jetzt für die helle Farbe entschieden, einfach um so ein bisschen durchzugehen. Ihr könnt entweder so leichte Härchen mit reinmalen oder ihr könnt aber auch wirklich hier Insta-Braue einfach verlängern. Und das sieht tatsächlich sehr natürlich aus, weil das so eine recht leichte Textur ist. Ne? Nicht so viel Deckkraft. Füllt so ein bisschen die Lücken auf, ohne dass es zu künstlich aussieht. Mag ich sehr, sehr gerne. Als Eyeliner funktioniert es, glaube ich, nicht. Also ich habe es noch nicht probiert. Die Farbe zumindest nicht, weil das so ein bisschen wässrig ist. Also ich glaube, ihr könnt sehen, das ist nicht so super deckend wie ein Eyeliner, sondern wirklich nur so ein Touch an Farbe und verbindet sich dadurch sehr gut mit den eigenen Augenbrauen. Füllt sie so ein bisschen auf, fixieren tut es nicht, dafür gibt es andere Produkte, seht ihr dann im zweiten Teil auf jeden Fall. Aber ist eigentlich eine süße Sache, also für wirklich diesen Natural Look, man sieht nicht, dass man was in den Augenbrauen hat. Love it. Okay, Freunde, ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Five in a Box. Ich hatte euch neulich schon in meinem Drogerie-Favoriten-Video eine neue Five in a Box, die Burgundy-Palette, gezeigt. Heute testen wir diese hier und das ist endlich mal eine Farbe, wo ich sage, wow, krass, das habe ich selber so noch nicht. Super, super intensive Farben, so ein bisschen blau und dunkel. Und das ist der Style Blue Smoky Eye. Und da bin ich super gespannt. Ich habe übrigens sehr, sehr viele Nachrichten zu den Knochentönen bekommen. Das ist jetzt aber ein Ton, den finde ich gar nicht so schlecht. Der ist nämlich so ein bisschen gräulich. Und damit kann man, glaube ich, sehr, sehr gut arbeiten. Ich nehme jetzt auf jeden Fall hier erstmal so einen Pencil Brush und gehe in dieses Grau. Das ist der mittlere Ton. Klopfe ihn ab und platziere mir den direkt in der Crease. Wir machen heute wirklich mal so einen Standard Smoky Eye. Der ist sogar ein bisschen bläulich, der Ton. Habe ich nicht gedacht, aber schön, umso besser, weil so grau-grau ist immer so Mausgrau, oder? Stempel mir die Farbe erstmal hier direkt in meine Crease. Wir machen heute einen Standard Smoky Cut Crease Eye Look. Ist super, super pigmentiert, ne? Ich glaube, wenn ich die Base feucht hätte, wäre es noch intensiver. Aber das ist schon super. Hat ein bisschen Kickback im Pfännchen, aber ganz ehrlich, bei 4,99 €, was die kosten, I don't care. Dann nehme ich mir einen Blendepinsel und gehe in den grauen Ton rein und mische so ein bisschen die beiden zusammen und habe dadurch einen helleren Ton und kann hier die Kontur sehr, sehr gut ausblenden. Und dafür mag ich diese Knochentöne ganz gerne, wenn ich nur eine kleine Auswahl habe. Aber bei der roten hat es für mich zumindest nicht gepasst. Da hätte mir so ein wärmerer, brauner Ton hell gut gefallen. Was es auf jeden Fall in dem neuen Catrice-Sortiment gibt, sind Mono-Lidschatten, so Schimmer-Lidschatten, und die sind fantastisch. Auch die seht ihr in dem Catrice-Video. Ich probiere natürlich, euch nicht in jedem Video dasselbe zu zeigen, weil es macht keinen Sinn, weil es gibt einfach super, super viele Produkte. Ich finde, bei Grau, bei diesen kühlen Tönen, ist es immer schnell fleckig oder unordentlich. Deswegen gebe ich mir jetzt hier echt Mühe, das ordentlich auszublenden, aber es geht schon, ne? Also ich glaube, dass man das einfach nicht mehr gewohnt ist von den ganzen, oder ich zumindest, von den ganzen warmen Farben. Aber es sieht super, super cool aus. Ich verdunkle mir das Ganze mit dem äußersten Ton und der ist bestimmt auch so ein bisschen graublau. Schön. Ja, also ich finde, die Burgundy-Palette ist
wesentlich intensiver und einfacher zu benutzen. Ich mache jetzt hier mal und dann, also die Farbe ist definitiv da. Ging super, super gut. Ich habe gleich schon mal so ein bisschen was hier unten hingegeben. Dann blenden wir gleich noch ein bisschen besser aus. Ansonsten, jetzt bin ich gespannt. Wir haben nämlich diesen super intensiven blauen Ton. Ich gehe erstmal mit meinem Finger rein. Ja, die sind halt echt krass. Und damit gehe ich einfach hier rüber. Ist nicht ganz so cremig, aber blau ist halt echt schwer. Dafür ist das ein sehr, sehr weicher Ton. Also der lässt sich super gut ausblenden, ohne dass er flaked. Wir können auch so ein bisschen den helleren Ton hier noch mit reinmischen. Schaut mal, dann habe ich, ja, nice. Fürs Inner Corner gehen wir natürlich auch nochmal hier in den hellen Ton rein und setzen uns das hier hin. Super icy und hier nochmal ganz zentriert hier rauf. Dann benutzen wir eine Mascara und zwar ist das die Glam & Doll Sensitive Eyes Mascara für sensible Augen. Hat ein klassisches Glam & Doll Bürstchen und da meine Augen ja gerade wirklich sensitiv sind, macht aber schöne Wimpern. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob sie hält, ihr werdet wahrscheinlich nicht viel sehen, sieht aber gut aus. Zum Abschluss gehe ich nochmal mit dem Fix & Protect Spray rüber. Das ist vom Duft her sehr intensiv nach Alkohol, ne? Also es ist wahrscheinlich dieses Blue Light Lichtschutzfaktor Ding, aber ihr seht es vielleicht auf der Stirn, das gibt direkt Glow auf die Haut und es hält den ganzen Tag dann diesen Glow. Sehr, sehr schön. Ich bin super gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben. Ich glaube, für die Lippen ist das jetzt, glaube ich. Für die Lippen ist das, glaube ich, ein bisschen zu viel. Deswegen nehmen wir es einmal weg und packen hier mein Huda Beauty Gloss drauf. Ich bin super gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben, ihr Lieben. Also ganz ehrlich, super spannende Produkte und es gibt noch viele, viele mehr. Also abonniert den Kanal, guckt, ob die Glocke aktiviert ist, denn in den nächsten Tagen und Wochen wird es definitiv mehr Catrice-Content zu den Produkten geben. Super, super cool. Ich bin gespannt, ob ihr vielleicht schon was entdeckt habt. Online sind die Sachen, glaube ich, schon da und in die Drogerie kommen sie jetzt auch gegen Ende der Woche. Also könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns hier am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf!